Seit heute sind sie online, die neuen Marktwerte für die Türkei, die Super League. Mit der wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen. Und wir zeigen euch zunächst mal die Top-Gewinner und Verlierer in Sachen Marktwert. Da beginnen wir mit dem Keeper von Başakşehir hier, dem letztjährigen Gegner in der Euroleague von Hoffenheim, Mert Günök. Der konnte gut zulegen, ganze 250% sein neuer Marktwert, 1,4 Millionen Euro. Mbaya Diang, der ist fürs Toreschießen zuständig, ein Mann aus dem Senegal, Mittelstürmer, bisher 8 Partien, 8 Tore für Kasim Pasa, das ergibt einen neuen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Jailson von Fenerbahce, der spielt auf der 6, konnte ebenfalls an Marktwert dazu gewinnen. Sein Gewinn um immerhin 40%, er steht jetzt bei 3,5 Millionen Euro. Und dann haben wir noch den ewigen Babel, kennen wir auch aus der Bundesliga, bei Hoffenheim weniger erfolgreich. In der Türkei erlebt er allerdings einen erneuten Frühling. Ryan Babel jetzt mit 6,5 Millionen Euro, der Mann spielt übrigens auch immer noch für Holland. Ja, und Verlierer gibt es natürlich auch noch in der Türkei. Wir wollen euch mal 4 Fälle zeigen. Beginnen da mit einem jungen Mann, ein Versprechen in die Zukunft auf der Torwartposition. Berke Özer, den holte Fenerbahce im Sommer für 2,5 Millionen Euro. Dementsprechend wurde sein Marktwert jetzt angepasst. Auf einen Super League-Einsatz wartet er immer noch. Younes Belhanda, der spielte mal für Schalke, jetzt im offensiven Mittelfeld bei Galatasaray, der muss ein bisschen Abstriche machen. Übrigens die 3. Abwertung in Folge bei ihm, gut minus 14%, jetzt steht er bei 6 Millionen Euro. André Ayew, der wechselte aus der Premier League in die Super League, der Ghanaer. Jetzt in Diensten von Fenerbahce muss dementsprechend auch ein bisschen was einstecken, was seinen Marktwert angeht. Es geht 1 Million runter auf jetzt 14. Auch dieser Mann kam aus der Premier League, spielte vorher bei Leicester, jetzt bei Fenerbahce. Islam Slimani, ja, sein Wechsel wohl offensichtlich ein Schritt nach hinten. Deswegen auch gleich 2 Millionen runter auf jetzt 16 Millionen. Bisher 7 Spiele für Fenerbahce, dabei gelang ihm ein Treffer. Soweit die Top-Auf- und Abwertungen und unser Türkei-Experte von Transfermarkt Akin Doğan, der geht jetzt nochmal auf einige Spieler etwas genauer ein. Elif Elmas, ja, im letzten Jahr habe ich mir so gedacht, ja, könnte ein Flop sein, haben sich so einige gedacht, aber dieses Jahr unter Philippe Cocu, der Junge kann Fußball spielen, das hat er gezeigt. Philipp Cocu holt so einiges aus ihm raus. Sein Marktwert steigt von 500.000 auf 2,5 Millionen Euro. Hoch verdient, wie man sagen muss. Und jung ist er, heißt, wenn er seine Performance noch steigert, sieht das in Zukunft sehr, sehr gut aus für ihn. Ein anderer Spieler, dessen Marktwert aktualisiert wurde, Merih Demiral von Sporting Lissabon gekommen zu Alanyaspor auf Leihbasis. Über den wird auch gesagt, dass Manchester United den gut beobachtet seit einigen Jahren. Sein Marktwert geht hoch von 700.000 auf 1 Million Euro. Und zu guter Letzt noch Ozan Kabak von Galatasaray. Der Innenverteidiger, Fatih Terim's Strategie war es eigentlich, einen weiteren Innenverteidiger zu holen. Jedoch dieser Ozan Kabak, der spielt so einen guten Fußball, hat seine Leistung so gut auf den Platz gebracht, Maicon weggedrängt, was höchstwahrscheinlich dazu führt, dass Fatih Terim nicht einen weiteren Innenverteidiger holen wird. Der 18-Jährige macht seinen Job sehr, sehr gut. Sein Marktwert steigt von 150.000 auf 500.000, wohlverdient. Und auf jeden Fall einer, der für die türkische Nationalmannschaft auch noch ein sehr, sehr wichtiger werden könnte.